Ich begrüße euch zurück hier in Amalur. Und zwar bei Renokening Kingdoms of Amalur. Unser Inventar ist natürlich überfüllt, das kennen wir ja schon. Naja, war wirklich nicht allzu schlimm, hätte schlimmer sein können. Allerdings glaube ich noch nicht, dass das gewesen ist. Ich erwarte noch etwas von der Maid von Windemeer, um ehrlich zu sein. Ha, nehme ich den Siegelring aber auch nicht mit, wenn schon, denn schon. So, ich guck mal kurz. Wir haben... Wir werden jetzt die ganze Talsachen einfach zerstören. Es tut mir leid, Leute. Ich hätte es wirklich lieber nicht gemacht, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die anziehe, ist einfach am geringsten. So. Wir nehmen alles mit. Wie kann das sein? Ser Zagrel ist tot. Ich verstehe das nicht. Eine derartige Tragödie war nie Teil dieses Liedes. Nicht in allen Zyklen der Erzählung. Am Ende dieser Ballade besiegt Zagrel den Grabmorker. Er ist siegreich. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, aber irgendwie hat sich das Lied von Ser Zagrel verändert. Hört nur, wir sind nicht allein. Das gefällt mir nicht. Okay. Ein kleiner Boggart wird sicherlich nicht das Problem sein. Ach du Schreck. Nochmal. Ich habe gerade schnell einen Heiltrank getrunken, zur Information. Was ist das denn für starke Gegner hier? Und noch einer. Soll wohl ein Scherz sein. Aua. Aua. Ey. Hör bitte auf damit. Danke. Wir brauchen unbedingt eine neue. Ein neues Paar Klingen. Zu Harlem dem Weißen. Ja. Das waren eindeutig mehr als nur ein Boggart. Vielleicht ist auch deshalb gestorben. Hier ist unser Gefolgsmann auch vollendet. Verendet. Scheint so, sonst wäre er sicherlich noch hier. Hier haben wir noch einen Feind. Oh, da ist noch einer. Beinahe übergesehen. Was hast du noch für mich? Primitive Kochlederrüstung. Ja. Das ist eine Raffinessenrüstung, die wir nehmen würden, wenn wir uns jetzt nicht auf Macht, sondern nur auf die eine... Wenn man nicht Macht, sondern nur Raffinesse geskillt hätte, würden wir jetzt so eine Rüstung tragen. Wir tragen natürlich die schwere Rüstung, da mir die hohen Rüstungswerte wichtig sind. Und da ich finde, dass sie auch deutlich besser aussieht. Behalten wir mal unsere. Ist der denn jetzt tot? Ich würde den schon gerne finden. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Na, wir haben hier noch so eine Art... Ah, und noch so ein Stein. Sehr schön. Ein Gorguard-Stein. Durch Wein und liebliche Gesellschaft vergaß er seinen Kummer und fiel nach langem Liebesspiel in einen ewigen Schlummer. Zumindest
ist weich im Gras. Er war schließlich kein Dummer. Ich schaff's jedes Mal, die Audio-Logs zu versauen, indem ich, ja, währenddessen mit dem Kämpfen anfange. Tut mir wirklich leid, Leute. Die Pestträger sind echt böse. Dafür werden die jetzt auch von mir gerichtet. Ich habe nicht mal auf die Uhr geguckt. Okay, jetzt habe ich auf die Uhr geguckt. Also ein interessantes Dungeon, allerdings verstehe ich jetzt wie gesagt nicht, wo unser Begleiter hin ist. Er scheint dann wohl gestorben zu sein. Ah ja, wir haben die Feinklinge und den Siegelring gefunden. Wir können sekundär mal Feinklingen ausrüsten. Der Wind... Ja, das ist die Capital of Warcraft, kenne ich die persönlich. Dieser Ring trägt den... trägt das Hafenwappen des Hauses der Balladen. Ring der Maid. Das sind wohl die billigsten. Behalten werden wir den Ring wohl nicht dürfen. So, jetzt seht ihr hier die Feinklinge auf unserem Rücken. Mit denen schlägt man halt... Moment. So. Ist halt theoretisch schon eine höhere Kunst, mit so Klingen zu kämpfen. Wie gesagt, ich kenne sie aus Warcraft vom Dämonenjäger. Ihr könnt sie auch demnächst mal ausprobieren. Spricht eigentlich nichts dagegen. Böp. Zum Beispiel jetzt. Aus. Gut austeilen tut man den auf jeden Fall auch. Oh Mann, komm her. Puh. Wie gesagt, ist eigentlich auch ganz nett, aber ich finde die Messer immer noch cooler. Wir werden nachher sowieso ein, also Messer bekommen, die ich dann wahrscheinlich das ganze restliche Spiel lang benutzen werde. Die sind nicht mal mehr allzu weit weg. Wir kämpfen noch einmal mit den Feinklingen, weil ich hier mal ein bisschen vorführen möchte. Sind halt sehr cool. Die sind jetzt auch sehr stark hier, die gerade. Und finde ich, sind halt so gesehen die am schwersten zu kontrollierenden Messer, sag ich mal. Weil durch diese Doppelschneiden, ihr seht das ja auch schon an den Kampf, an den Bewegungen. Es erfordert wahrscheinlich wirklich, wenn ich mir vorstelle, sowas wirklich zu benutzen, es muss ja wirklich verdammt schwierig sein. Und währenddessen hier so einfache Messer, so, ja, schon eine niedere Kunst wären. So, wir gehen wieder raus hier in den guten Wald, um zurückzukehren zum Haus der Balladen. Und ich denke mal, es wird Zeit, hier mit den Leuten zu sprechen. Dankeschön. Ah, wir dürfen jetzt rein. Sehr schön. Hof der Zauber. Mit dem Siegelring geöffnet, habe ich das richtig gesehen? Aha. Schade, ich habe gedacht, dass hier vielleicht der letzte Schlüssel ist, aber dem ist nicht so. Das ist ja der Sterbliche. Ja, Harlam der Weiße. Beeindruckend. Ein Kind des Staubs hat den Graborka besiegt. Ihr habt euch wahrlich eine Legende geschaffen, mein Freund. Euch wird der Sitz von Sir Sagrell mit allen dazugehörigen Privilegien verliehen, einschließlich der Mitgliedschaft im Hof der Zauber. Doch leider bleibt uns keine Zeit für Feierlichkeiten. Es gab einen weiteren Zwischenfall. Der König schickt nach euch. Der König? Und was für ein Zwischenfall? Einer
der Sagrels Tragödie nicht unähnlich ist. Eine weitere unvorhersehbare Verkettung von Ereignissen. Die Ballade von Blutgebein hat eine unerwartete Wendung genommen. Der große Sir Ferrara wurde entsandt, um sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Doch er wird eure Hilfe brauchen. Denn so wird das Lied gesungen. Ah, ich verstehe schon. Worum geht es denn in dieser Ballade? Sir Ferrara verfolgt den Schurken Blutgebein in sein Versteck und rettet das Mädchen, wobei er sich selbst opfert. Seinen eigenen Ruhm zum Wohle einer anderen aufzugeben, ist Ferraras selbstloseste Tat. So war es schon immer und so muss es für alle Zyklen bewahrt werden. Okay, und warum braucht ihr mich dabei? Sir Ferrara fällt in jeder Erzählung durch Blutgebeins Hand. Und doch wird er nicht dem einsamen Tod in der Kälte von Uduat überlassen. Sir Sagrel, sein ritterlicher Gefährte, eilt ihm zu Hilfe. Sagrel erweckt den gefallenen Helden wieder zum Leben und holt ihn ins Licht des Sommers zurück. Ohne Sagrel, ohne euch, kann diese Ballade nicht gesungen werden. Okay, macht ja Sinn. Wir sind jetzt quasi an die Rolle von Lord Sagrel getreten. Ich bin bereit. Hervorragend. Sprecht mit König Wensten im Oratorium. Es steht auf dem Gipfel von Ettinmeer, wo es einst die Herren und Herrinnen des obersten Hofes beherbergte. Nehmt diesen Trank. Ihr werdet ihn brauchen, um Sir Ferrara ins Leben zurückzuholen. Falls die Sterblichen nicht kürzlich eine Methode der Wiederbelebung entdeckt haben, ist er unsere einzige Option. Ihr werdet wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, ihn zu verwenden. Und nun geht und sucht König Wensen auf. Die Erzählung liegt jetzt in euren Händen. Sehr cooler Dialog. Okay, wer ist denn König Wensen? Er ist Wensen der Kühne, der Falke von Detyre, Vernichter von Elkmar, Hauptmann der goldenen Gorgone, Träger des Speers des Lichts und Baron der verlassenen Ebene. Wensen gründete vor vielen Zyklen das Haus der Balladen. Es sollte eine Quelle des Stolzes für alle Sommerfeiern sein. Unser Ruhm gehört allen. Mhm. Und was hat es mit diesem Oratorium auf sich? Vor etlichen Zyklen war es der Rückzugsort des Hochkönigs persönlich. Hier ging er mit den Helden vom Hof der Zauber auf die Jagd. Und er freute sich an den Liedern vergangener Zeitalter. Doch das ist lange her. Wie so vieles unseres geliebten Hofs des Sommers ist auch das Oratorium in der Hitze der Zeit verdorrt. Es ist nur noch eine leere Hülle dessen, was es einst war. Okay, also gehen sie auch nach und nach unter, wie es aussieht. Ja, was hat es mit diesem Wiederbelebungstrank auf sich? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, er ist ein Trank, den ich mit Hilfe mehrerer Gefährten hergestellt habe. Er wird Sir Ferrara von der Schwelle des Todes zurückholen, sofern er richtig angewendet wird, natürlich. Diese Ballade erfordert sein Überleben. Und da der übliche Sagrel nicht hier ist, um ihn zu retten, müsst ihr es eben tun. Genial. Blutgebein. Eine arme, verfluchte Seele, die auf der Suche nach seiner alten Liebe die Wälder durchstreift. Sie hatte ihn verlassen, weil er ein grausamer, einsamer Schurke war. Und nun lässt er seinen Zorn an Unschuldigen aus. Okay. Und wo liegt genau dieses Oratorium? Der Hof der Zauber ist nach Süden gezogen
um sich der Bedrohung zu stellen und die Gerüchte auszumerzen. Er hält sich im Haus des Oratoriums auf, in Edinburgh. Okay, danke schön. Nun geht schon. Wie ihr meint. Edinburgh. Oratorium der Balladen. Wäre jetzt auch so für mich die nächste Idee gewesen, dass wir jetzt gen Süden marschieren, Richtung Netzwald. Was das hier oben ist, weiß ich wirklich nicht. Ist auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant und vor allen Dingen sehr weitläufig hier. Mit König Wenzen reden. Wie kann ich euch behilflich sein? Momentan gar nicht, danke. Wir werden nochmal eben mit Gorhard ein wenig handeln gehen. Uns jetzt mal von den Gegenständen verabschieden, die wir nicht brauchen, und versuchen uns einen Rucksack oder eher gesagt den Rucksack zu kaufen. Ja, falsches Haus, hier ist es richtig. Nämlich der Laden war's. Hallo? Willkommen. Ja, was benötigt ihr? So. Den Schleier behalten wir. Wächter verkaufen wir. Stürmischer Kyras kommt auch weg. Shepard behalten wir mal. Ich finde das ein bisschen... Was steht denn da eigentlich? Ja, er wird wahrscheinlich nicht mit Mass Effect zu tun haben. Habe ich wahrscheinlich total lächerlich gemacht. Ich würde mal gerne gucken. Scheinbar nicht, oder? Ne. Leb wohl. Kommt bald mal wieder. Ja, natürlich. Was ist? Moment, was sind das denn für Truhen, die wir hier markiert haben? Lohnt sich ja nicht wirklich. Ne, wir gehen mal wieder raus hier. Ja, da würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich mit der Hauptstory weitermachen, oder? Das nächste Gebäude Richtung Süden ist ja die Hauptstory. Das ist nämlich hier. Und bevor wir nach Glendara gehen, möchte ich schon gerne zum Netzwald. Das heißt, auf zur Schildringsfeste. Wir öffnen unsere Quests und aktivieren ins Licht. Rede mit Argaf. Und das ist nicht mal so weit weg von hier. Was haben wir denn hier? Noch ein Söldling. Ich bin kein Söldling. So. Der Weg ist schon mal richtig. Es sieht halt wirklich... Ich mag den Grafikstil wirklich. Ich weiß nicht warum. Es erinnert mich ein bisschen... Es erinnert mich an Neverwinter. Neverwinter Online. Das hat mir auch damals richtig gut gefallen. Und gefällt mir immer noch gut. Ardens Hütte. Arden, genau. Ardens Hütte natürlich. So, wir gehen rein da. Oha. Was zum... Warte mal eben bitte. Ich muss mal eben hier plündern. Nee. Oh, hier auch. Blut überall. Interessant. Ihr seid absolut nicht das, was ich hier erwartet hatte. Was ist denn mit deren Stimme los? Was habt ihr denn erwartet, lieber Schreihals? Ich hatte einen Trupp Tuater bis hierher verfolgt. Sie haben den Schicksalsweber getötet. Ich hatte gehofft, sein Leichnam könnte mir einen Hinweis darauf liefern, warum sie hier waren. Doch nun wird mir einiges klar.
Sie hatten gehofft, euch anzutreffen. Schon möglich. Ihr denkt, es geht um mich? So wie ich euch kenne, habt ihr zweifellos etwas damit zu tun. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich euch vermutlich besser kenne, als ihr euch selbst. Das stimmt wahrscheinlich. Woher kennt ihr mich? Ihr erinnert euch nicht an mich? Das verletzt mich. Aber wir haben keine Zeit, uns jetzt miteinander bekannt zu machen. Die Tuata sind noch immer dort draußen. Ich bin mir sicher, wir werden einander wiedersehen. Schon bald. Macht euch auf den Weg. Alüden, jetzt habe ich den Namen nicht mal mehr ganz im Kopf, okay? Mit Argav sprechen und der ist draußen. Ja, ist ja super. Was ist hier geschehen? Ich war es nicht. Arden ist tot. Wie ist das geschehen? Ich war es nicht. Die Tuata haben ihn getötet. Es war wohl sein Schicksal. Nein, die Tuata haben ihn getötet. Was könnten sie hier gewollt haben? Warum sollten sie einen harmlosen alten Schicksalsweber töten? Sie konnten nicht wissen, dass ihr hierher kommen würdet. Ich meine, nun ja, der geizige Bastard war mir die Getränke einer ganzen Woche schuldig. Aber das bedeutet doch nicht, dass er es verdient hatte, ermordet zu werden. Ich hatte gehofft, es vermeiden zu können. Aber ich denke, ich werde euch nach Delach bringen müssen. Delach? Was ist denn das? Es ist ein geheiligter Ort für uns Schicksalsweber. Und einer, von dem ich mich lieber ferngehalten hätte. Ich hatte gehofft, Arden könnte euch dorthin bringen. Aber ich schätze, es ist wohl doch an mir. Es gibt keinen Grund, warum deshalb noch jemand ermordet werden sollte. Macht euch auf den Weg. Wir treffen uns dann dort. Sobald ich Arden angemessen bestattet habe. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich die Toten begraben habe, die ihr hinterlassen habt. Oh Mann, der Arme. Okay, ich habe jetzt ganz ein wenig anders vorgestellt. Oh, in Etienmeer. Das trifft sich ja gut. Hihihi. Perfekt, genau Etienmeer will. Nach Etienmeer will ich. Da startet das Addon, startet in Etienmeer. Da müssen wir für 2-3 Aufgaben hin, das ist super. Etienmeer ist tatsächlich sowieso mein nächstes Ziel gewesen. Aber erstmal kommen wir jetzt hier in den Netzwald. Hört sich ja schon sehr vertrauenserweckend an und deutet gar nicht auf Spinnen hin oder sowas. Keineswegs. Ja, ihr seht schon die Questmarkierung hier in der Nähe. 3 Kreise erstmal, 3 weiße Kreise. Ist da gerade Spinnen gespawnt, die mich töten wollten, aber zu langsam waren? Ich glaub's ja nicht. Was haben die denn für Leben, meine Herren? Warum laufen die jetzt weg? Hä? Hallo? Ja, ich hab euch doch schon gesehen, Leute. Ist alles okay. Haben die denn für Leben? Meine Güte. Das ist jetzt nicht das große Problem, aber meine Güte. Machen wir nochmal hier unseren Erdzauber. Oi, aua. Sowas nicht geplant. Ah ja, jetzt wird's langsam. Puh. Spinnen ohne Ende hier. Was ist das denn bitte für eine Aufgabe? Primitives Ulmenholz-Zepter. Hier ist auch noch eine Aufgabe. Aber was haben wir denn hier? Eisengriffstieg. Eisengriffstieg. Triff Argav bei Delach. Expedition. Rat hier melden. Stufe 10+.
Zurückkehren. Nein. Nein, das kann doch nicht sein. Dann gehen wir hier einfach mal rein. Das kann doch nicht sein. Ah, super funktioniert. Habe mich mal wieder selber übertroffen. Der Schurke stirbt zuerst, damit er nicht wieder mit seinen Bomben. Aua. Genau nach mit diesen Dingern nicht nach uns wirft. Danke da hinten. So. Ja, das ist schon cool. Das ganze Kampfsystem gefällt mir richtig gut. Sehr dynamisch, sehr flink, sehr schnell. Auch sehr einfach über die Alchemie. Das müsste ein Lehrbuch sein. Nee, danke. Oh, schön. Richtige Beleuchtung hier drin. Keine Reagenzien gefunden, war ja irgendwie schon klar. Da habt ihr mich aber jetzt überrascht, liebe Kobolde. Es war ja gar nicht vorstellbar, dass hier in einem Lager Kobolde sind. Ich glaube, die Dolche geben langsam dem Geist auf, oder? Kann das sein? Weil die so wenig Schaden machen, finde ich, vom Gefühl her. Vielleicht täusche ich mich auch, aber... Aua, ich bin mir relativ sicher, dass dem so ist. Ihr blöden Kobolde. Puh, immer so anstrengend. Wir gucken mal kurz nach. Inventar, Waffen, Primär. Ja, tatsächlich. Gegenstände, Reparaturkits. Über die Alchemie. Oder auch nicht, okay. Reparaturkit. Die Nacht. ...19 von 25, so gut wie neu. Wir kriegen dafür erstmal einen Erfolg, das freut mich. Daran müssen wir uns jetzt gewöhnen, dass wir mehr oder weniger häufig die Sachen reparieren müssen. Ich habe vergessen, den Rucksack zu kaufen. Könnte mich gerade wieder ein bisschen drüber aufregen. Mann. Puh, Glück gehabt. Mana-Tränke könnte ich relativ auch problemlos verkaufen. Was ist das denn jetzt? Um Gottes Willen, ich will nicht nach Glendara. Wir gehen jetzt nach Glendara, um hier den Wegpunkt freizuschalten. Dann gehen wir wieder... Es ist quasi ein Durchgang. Ich verstehe schon, es wurde uns auch hier der Questmarker angezeigt. Aber wir wollen nicht nach Glendara, wir wollen im Netzwald bleiben. Weichkrabbelpulver. Danke. Nee, den wollte ich nicht mitnehmen. Meh. Also. Juhu, das hat sich ja gelohnt.
Juhu, Yolvan. Ja, wie gesagt, wir wollen uns erstmal jetzt hier im Netzwald aufhalten. Im Norden gehen wir dann später. Da sind Spinnen hier. Und da lebt noch eine. Frag mich nicht, warum. So Attacken kann ich ja vielleicht leiden, liebe Spinnen. Stufenaufstieg, da. Das heißt, wir können schon mal das hier machen und das hier machen und das hier machen. Und sogar nochmal. Dankeschön. So. Ja, der Netzwald. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in die Stadt, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Kannerock. Meine Güte, was ist denn hier los? Eine Stadt, die scheinbar von Spinnen belagert wird. Das ist ja traumhaft. Lässt du bitte die Bewohner in Ruhe. Wisst ihr was? So, der füllt sich eh so schnell wieder auf. Da soll es mir jetzt mal egal sein. Leertaste. Boah, ich habe ein bisschen geschlafen. Ja. Ja. Den Göttern sei Dank, dass endlich jemand kommt. Endlich. Sagt, seid ihr aus Gorhard? Oder Didenhill? Wie viele Krieger reisen mit euch? Ihr scheint nicht die Unterstützung zu sein, die wir angefordert haben. Aber haltet mich nicht für undankbar. Ich könnte... Kannerok könnte jemanden mit euren Fähigkeiten brauchen. Dann erzählt mir erstmal etwas über Kannerok selbst. Der Ort wurde für jene gebaut, die ihren Lebensunterhalt mit dem Ernten von Seide im Netzwald verdienen. Das ist zwar gefährlich, aber wir waren durch Magie und die Brücken geschützt. Leider hat sich das geändert. Und wir haben weder genug Männer noch Verteidigungsanlagen, um ewig durchzuhalten. Und wer seid ihr? Ich tue mein Bestes, um dieses Dorf zu retten. Das seht ihr gewiss. Ah ja, und was ist der Netzwald? Der alte Wald ist die Heimat unzähliger Spinnen. Er soll sich einmal von hier bis Oderath erstreckt haben. Der Legende nach gab es sogar einen furchtbaren, Witwe genannten Geist, der über die Spinnen herrschte. Aber das ist ein Ammenmärchen. Okay. Und was hat mit diesen Seidenerntern auf sich, die hier durch die Gegend laufen und Seide von Spinnen ernten? Sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt, indem sie das Gespinst aus dem Wald holen, damit wir es dann weiterverarbeiten können. Die meisten von ihnen haben die ersten Angriffe der Spinnen nicht überlebt. Das sieht man, das Dorf sah ziemlich tot aus. Ja, was ist denn los hier in diesem Dorf? Wir sitzen an der Grenze zum Netzwald. Die meisten von uns Seidenernter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerfeien. Doch neuerdings ist unsere Verteidigung wirkungslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Yolvan gelangt. Vor einer Woche ist der Anführer unserer Verteidigung mit einer Jagdgruppe aufgebrochen. Barton. Jemand muss ihn und seine Männer finden. Ja, das werde ich natürlich tun. Gut. Ich habe noch weitere Informationen über Barton und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoffnungen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Das ist eine gute Idee, aber wer ist Barton?
Er ist zu neu in unserem Dorf, um sich schon für seine Verteidigung geopfert zu haben. Aber ich fürchte, es könnte zu spät sein, ihn zu retten. Jetzt weiß ich viel über ihn. Was haltet ihr von Sommerfeien? Sie sind seltsame, entrückte Geschöpfe. Kein Sinn für sich selbst oder dafür, wie andere sie wahrnehmen. Sie sind einfach zu sehr in ihrem eigenen Wesen gefangen. Aber genau das ist doch was Tolles. Was ist mit Kanorok passiert? Die Spinnen. Das Leben am Rande des Netzwaldes war schon immer gefährlich, aber wir mussten noch nie so darum fürchten. Und unser bester Krieger, Barton, ist irgendwo im Netzwald verschollen. Ihr müsst ihn finden. Das kann ich gerne tun, okay. Waldmannsheil! Wollt ihr denn nicht eigentlich, Hey? Ach so, wir reden auf der Brücke weiter. Hallo, Fremder. Hallo, du hast auch noch eine Aufgabe für mich. Fremder? Ich habe gehört, ihr hättet keine Angst, den Netzwald zu besuchen. Nein, ich doch nicht. Was würde ich nicht darum geben, wie ihr zu sein und diesen Ort zu verlassen? Ich habe mein Zuhause schon seit Wochen nicht mehr gesehen und ich fürchte, dort könnte etwas Schreckliches geschehen sein. Ja, ja, ruhig Blut, junge Dame. Wer seid ihr überhaupt? Ich stamme nicht aus Kanorok. Nicht direkt. Meine Familie... Ich kam aus dem Osten. Von einem kleinen Hof am Rande des Netzwaldes. Der Netzwald. Meine Eltern haben den Wald geliebt. Von ganzem Herzen. Es gab keinen Krieg. Es gab keine Sorgen. Es war ein einfacheres Leben für sie. Aber sie waren nicht von hier. Sie wussten nicht, welche Gefahr drohte. Für unseren Hof. Für unsere Leben. Da hätte man sich vielleicht vorher mal informieren müssen. Was haltet ihr von Garana Wernt? Man muss schon ein seltsamer Mann sein, um in einer solchen Situation die Führung übernehmen zu wollen. Aber wir brauchen Organisation, wenn wir das hier überleben wollen. Ja, und die bringe ich euch. Ja, was ist denn mit eurem Zuhause passiert? Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Ich kam wenige Tage vor den ersten Angriffen nach Kanorok. Und dann saß ich hier fest. Ein paar Tage später kam unser Landhelfer Kateri Jaik nach Kanorok gestolpert. Anfangs wollte er nichts über meine Eltern erzählen, doch dann sagte er, die Spinnen hätten sie erwischt. Jetzt geht er mir aus dem Weg, genau wie alle anderen auch. Irgendetwas ist auf dem Hof geschehen. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, der Sache auf den Grund zu gehen. Mache ich natürlich gerne, ich gehe zum Tockhof. Vielen Dank. Ich werde euch alles geben, was ich besitze. Bringt mir einfach nur Nachrichten von meiner Mutter und meinem Vater. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Das Gefühl, als wären die tot. Ja, wo finde ich denn eure Familie? Auf dem Tockhof. Ihr müsst für mich herausfinden, was dort geschehen ist. Ich habe den Kontakt zu meiner Familie verloren, als ich wegen der Spinnenangriffe hier festsaß. Unser Landhelfer Kateri Jaik schaffte es ein paar Tage nach Beginn der Angriffe ebenfalls hierher. Er will mir allerdings keine klare Antwort über meine Eltern geben. Ich befürchte das Schlimmste. Wo der Hof liegt, hat sie immer noch nicht gesagt. Sichere Reise. Danke. Oh, in Haxi. Also schon etwas außerhalb. Wir wollten aber jetzt Richtung Brücke gehen, Richtung Südbrücke. Düstere Ernte werden wir dann später verfolgen. Moment, können wir hier reingehen? Der seidene Sitz, es ist ein richtiger Ort. Okay, ich würde aber sagen, wir werden erstmal mit ihm das Gespräch auf der Brücke fortführen. Aber erst in der nächsten Aufnahme. Es ist Zeit für einen kleinen Schnitt hier an dieser Stelle. Stufenaufstieg. Oh, Stufenaufstieg. Sinnesschärfe lassen wir jetzt erstmal. Bannen, Gemmen schleifen. Erhöht deine Chance, andere von deiner Sichtweise zu überzeugen. Verringert die Schwierigkeit beim Schlösserknacken. Erhöht die Dauer, die du verborgen bleiben kannst, bevor du... Das brauchen wir nicht unbedingt. Erhöht die Menge an Gold, die du bei Erkundung der Welt findest. Das ist sicherlich nicht uninteressant. Aufwertung. Der letzte Treffer deines Bebenangriffs verursacht anhaltende Erschütterungen, die deine Gegner betäuben können. Das ist ja sehr interessant. Ebenfalls interessant ist das hier. 5% maximale Leben, Elementresistenz. Hier würde ich gerne die Vergiftung nochmal etwas erhöhen, da ich das für einen durchaus sinnvollen Effekt halte. Und wir bleiben ein
Zenker. So. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir werden weiter das Gespräch führen. Ich würde sagen, wir werden dann erstmal nach den Kriegern suchen und dann die Stadt weiter erkunden, dass wir nicht zu viele Quests wieder auf einmal haben. Ich freue mich drauf. Morgen geht's weiter hier in den Königreichen von Amalur. Bis dann, Leute.